Kassette 5, Seite A. Die Glastür des Rosies schließt sich hinter mir. Unmittelbar darauf werden drei Riegel vorgeschoben. Wohin? Nach Hause? Zurück ins Monets? Oder doch zur Bibliothek? Ich könnte mich draußen auf die Stufen setzen und im Dunkeln die restlichen Kassetten anhören. Clay! Es ist Tonys Stimme. Helle Autoscheinwerfer leuchten dreimal auf. Tony streckt seine Hand aus dem Fenster und winkt mich zu sich herüber. Ich ziehe den Reißverschluss meiner Jacke nach oben und gehe zu ihm. Doch ich stecke meinen Kopf nicht zu ihm hinein. Mir ist nicht nach Reden zumute, nicht jetzt. Tony und ich kennen uns schon seit Jahren, haben gemeinsam an verschiedenen Projekten gearbeitet und auf dem Unterricht herumgearbeitet. Doch in all dieser Zeit haben wir noch nie ein ernsthaftes Gespräch geführt. Jetzt fürchte ich, dass er genau das tun will. Er hat die ganze Zeit über in seinem Auto gesessen und gewartet. Was sollte er sonst wollen? Doch er sieht mich nicht an. Stattdessen justiert er mit dem Daumen an den Seitenspiegel. Dann schließt er die Augen und lässt seinen Kopf nach vorne fallen. Steige ein, Clay. Ist alles in Ordnung? Nach einer kurzen Pause nickt er verhalten. Ich gehe um die kühle Haube herum, öffne die Beifahrertür und setze mich hin, wobei ich einen Fuß auf dem Asphalt lasse. Den Rucksack, in dem sich Hannah Schuhkarton befindet, lege ich auf meinen Schoß. Mach die Tür zu, sagt er. Wo willst du hin? Keine Sorge, mach einfach die Tür zu. Er kurbelt seine Scheibe nach oben. Kalt draußen. Sein Blick wandert vom Armaturenbrett zum Radio und weiter zum Lenkrad, aber er sieht mich nicht an. Als ich die Tür schließe, legt er sofort los. Du bist die neunte Person, der ich folgen muss. Wovon redest du? Vom zweiten Satz der Kassetten, antwortet er. Hannah hat nicht geblufft. Ich hab sie. Oh nein. Ich halte mir beide Hände vors Gesicht. Das Pochen hinter meinen Augenbrauen ist wieder da. Ich presse meine Handfläche dagegen. Ist schon okay, sagt er. Ich kann ihn nicht ansehen. Was weiß er über mich? Was hat er gehört? Was ist okay? Was hast du da drinnen angehört? Wie meinst du das? Welche Kassette? Ich könnte alles abschreiben. So tun, als wisse ich nicht, wovon er redet. Oder einfach davonlaufen. Aber natürlich weiß er Bescheid. Es ist okay, Clay. Ganz ehrlich, welche Kassette? Mit geschlossenen Augen drücke ich meine Knöchel gegen die Stirn. Ryan, sage ich, das Gedicht. Dann schaue ich ihn an, sein Kopf ist zurückgelehnt, seine Augen geschlossen. Warum, frage ich. Keine Antwort. Warum hast du die Kassetten bekommen? Er berührt den Zündschlüssel. Können wir fahren, während du dir die nächste Kassette anhörst? Erzähl mir erst, warum sie dir die Kassette gegeben hat. Das sage ich dir, nachdem du die nächste Kassette gehört hast. Warum? Das ist kein Scherz, Clay. Hör sie dir einfach an. Dann antworte auf meine Frage. Weil es um dich geht, Clay. Er lässt den Schlüssel los. Die nächste Kassette handelt von dir. Nichts. Mein Herz bleibt ganz ruhig. Meine Augen zucken nicht. Ich halte die Luft an. Dann ramme ich plötzlich meinen Ellbogen mit voller Wucht in die Rückenlehne, traktiere die Tür und bin kurz davor, meinen Kopf gegen die Scheibe zu donnern. Doch stattdessen lasse ich ihn gegen die Rückenlehne fallen. Tony legt mir die Hand auf die Schulter. Hör einfach zu, sagt er, und bleib im Auto sitzen. Er dreht den Zündschlüssel um. Ich wende ihm meinen Kopf zu, während mir Tränen über die Wangen laufen. Doch er blickt starr geradeaus. Ich öffne den Walkman und ziehe die Kassette heraus, die fünfte Kassette. In der oberen Ecke steht eine blaue 9. Meine Kassette. Ich bin die Nummer 9. Ich schiebe sie in den Walkman zurück, halte ihn mit beiden Händen und schließe ihn wie ein Buch. Tony legt den ersten Gang ein und lässt den Wagen über den Parkplatz rollen, der Straße entgegen. Ich schaue nicht nach unten, während mein Daumen nach dem Knopf tastet, der mich in die Geschichte zurückbringt. Play. Romeo, oh Romeo, warum bist du Romeo? Meine Geschichte, meine Kassette, so fängt sie an. Gute Frage, Julia. Und ich wünschte, ich wüsste die Antwort. Clay, es ist okay, ruft Tony mir zu. Um ganz ehrlich zu sein, gab es nie einen bestimmten Punkt, an dem ich mir sagte, Clay Jansen ist der Richtige. Mein Name aus ihrem Mund zu hören reicht aus, um mein Herz einen Stich zu geben und meinen Kopfschmerz zu verdoppeln. Ich bin mir nicht mal sicher, wie viel von dem wahren Clay Jansen ich im Laufe der Jahre kennengelernt habe. Denn das meiste über ihn habe ich aus zweiter Hand erfahren. Deshalb wollte ich ihn noch näher kennenlernen, weil alles, was ich über ihn gehört habe, wirklich alles, positiv war. Das war so eine Sache, die ich nicht mehr aus dem Kopf bekam, nachdem sie mir einmal aufgefallen war. Genauso erging es mir mit Kristen Rennert, die immer zu schwarz trägt. Schwarze Hose, schwarzes Hemd, schwarze Schuhe. Und wenn sie als einziges schwarzes Kleidungsstück eine schwarze Jacke anhat, dann zieht sie den ganzen Tag nicht aus.
Wenn man sie dann das nächste Mal sieht, fällt es einem natürlich auf. Und man wird in Zukunft nie wieder in der Lage sein, nicht daran zu denken. Ein anderes Beispiel, Steve Oliver. Jeder seiner Wortbeiträge im Unterricht beginnt mit okay. Mr. Oliver? Okay, wenn Thomas Jefferson ein Sklavenhalter war. Mr. Oliver? Okay, ich habe 76,1225 herausbekommen. Mr. Oliver? Okay, könnte ich mal kurz auf die Toilette? Ganz im Ernst, er sagt es immer. Und jetzt wird es auch euch auffallen. Ist mir schon aufgefallen, Hannah. Aber jetzt erzähl bitte weiter. Ich schnappte alles auf, was über Clay geredet wurde. Vermutlich wartete ich drauf, irgendwelche pikanten oder anstößigen Dinge zu erfahren. Nicht, weil ich mich an den Klatsch und Tratsch beteiligen wollte. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass jemand so gar keine negativen Eigenschaften haben sollte. Ich werfe Tony einen Blick zu und verdrehe die Augen. Doch er schaut weiter starr auf die Straße. Wenn er tatsächlich so perfekt war, wie alle behaupteten. Wunderbar, großartig. Doch für mich persönlich wurde es eine Art Spiel. Wie lange würde es dauern, bis ich endlich etwas Negatives über Clay Jansen erfuhr? Wenn jemand einen solch untadeligen Ruf besitzt, dann gibt es immer andere, die nur darauf warten, ihn vom Sockel zu stoßen. Doch nicht bei Clay. Erneut blicke ich zu Tony rüber und diesmal grinst er vor sich hin. Ich hoffe, ihr nehmt das jetzt nicht zum Anlass, um nach irgendwelchen schmutzigen Geheimnissen bei ihm zu suchen. Ein oder zwei dunkle Flecken auf seiner Weste müssten sich doch finden lassen, oder? Ich kenne da so einige. Halt, wartet. Ich merke gerade, dass ich genau das tue, was ich anderen vorwerfe, ihn auf ein Podest stelle, nur um ihn später herunterstoßen zu können. Habe ich deswegen darauf gewartet, dass endlich irgendein Makel sichtbar wird, der seinen Ruf ruiniert, um ihn dann hinaus zu posaunen? Das will ich nicht. Der Druck, der auf meiner Brust lastet, ist verschwunden. Und als ich plötzlich einen enormen Schwall Luft ausstoße, wird mir klar, dass ich den Atem angehalten hatte. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht. Ich hoffe, ihr hört nicht nur zu, um neues Geschwätz aufzuschnappen. Ich hoffe, dass euch diese Kassetten mehr bedeuten. Clay, mein Lieber, dein Name gehört nicht auf diese Liste. Ich lehne meinen Kopf gegen den Fenster und schließe die Augen, konzentriere mich auf die Kühle der Scheibe. Wenn ich den Worten lausche, mich aber auf die Kälte konzentriere, halte ich es vielleicht aus. Du gehörst nicht so dazu wie die anderen. Es ist wie in dem Lied. Eins von den Dingen ist nicht wie die anderen. Eins von den Dingen gehört nicht dazu. Und das bist du, Clay. Trotzdem musst du dabei sein, wenn ich meine Geschichte erzähle. Sonst ist sie nicht vollständig. Pause. Warum muss ich mir das anhören? Frage ich. Warum überspringt sie mich nicht einfach, wenn ich nicht dazu gehöre? Tony konzentriert sich weiter auf die Straße und wirft nur hin und wieder einen kurzen Blick in den Rückspiegel. Es würde mir besser gehen, wenn ich das alles nie gehört habe, sage ich. Tony schüttelt den Kopf. Nein, es würde dich verrückt machen, wenn du nicht wüsstest, was sie dazu getrieben hat. Während ich durch die Windschutzscheibe starre und die weißen Linien betrachte, die im Scheinwerferlicht aufleuchten, wird mir klar, dass er recht hat. Außerdem wollte sie vermutlich, dass du es erfährst, fügt er hinzu. Ja, vielleicht, denke ich. Aber warum? Wo fahren wir hin? Er antwortet nicht. Play. Ja, in meiner Geschichte gibt es einige große Lücken. Teils, weil ich nicht wusste, wie ich diese Dinge erzählen sollte. Teils, weil ich mich nicht überwinden konnte, sie auszusprechen. Ereignisse, denen ich nicht gewachsen war und nie gewachsen sein werde. Und wenn ich nicht darüber spreche, kann ich sie vielleicht auch weiterhin auf Distanz halten. Aber wird die Rolle, die ihr darin spielt, dadurch kleiner? Wird sie weniger bedeutungsvoll, nur weil ich euch nicht alles erzähle? Nein. Im Grunde wird sie sogar größer. Denn ihr habt keine Ahnung, wie mein übriges Leben aussah. Zu Hause, selbst in der Schule, ihr alle wisst nur, wie euer eigenes Leben aussieht. Aber wenn ihr euch in das Leben einer anderen Person einmischt, dann betrifft das nicht nur einen bestimmten Aspekt dieses Lebens, als würde alles andere davon unberührt bleiben. Wenn ihr euch in das Leben einer anderen Person einmischt, dann berührt das die gesamte Existenz. Alles beeinflusst alles. Die nächsten Geschichten drehen sich alle um eine ganz bestimmte Nacht. Die Party. Unsere Nacht, Clay. Du weißt, was ich mit unserer Nacht meine, denn in all den Jahren, in denen wir gemeinsam zur Schule gegangen sind und im Kino gearbeitet haben, gab es nur eine einzige Nacht, die uns miteinander verbunden hat. Wirklich verbunden hat. Viele von euch waren an den Ereignissen dieser Nacht beteiligt, auch manche, deren Namen schon früher erwähnt wurde. Eine chaotische Nacht, die keiner von uns rückgängig machen kann. Ich hasse diese Nacht.
Schon bevor die Kassetten auftauchten, habe ich sie gehasst. In dieser Nacht habe ich einer alten Frau versichert, dass ihr Mann unverletzt und alles in Ordnung sei, aber das war eine Lüge. Denn während ich zu ihr lief, um sie zu beruhigen, ist der Fahrer des anderen Wagens gestorben. Der alte Mann wusste es, als er schließlich nach Hause zurückkehrte. Wollen wir hoffen, dass wirklich nur diejenigen die Kassetten anhören, die auf der Liste stehen. Dann ist es an euch, die Chance zu nutzen, die sie euch bieten. Denn sollten sie je an die Öffentlichkeit gelangen, müsstet ihr mit den Konsequenzen rechnen, auf die ihr keinen Einfluss habt. Also hoffe ich in eurem eigenen Interesse, dass ihr sie weiterschickt. Ich werfe Tony einen verstohlenen Blick zu. Würde er das wirklich tun? Wäre er dazu in der Lage? Würde er die Kassetten jemandem geben, der nicht auf der Liste steht? Und wenn ja, wem? Für einige von euch wären die Folgen durchaus erträglich. Ein bisschen Scham und Peinlichkeit, nichts weiter. Bei anderen könnten die Konsequenzen schon drastischer ausfallen. Ihr könntet euren Job verlieren oder ins Gefängnis wandern. Also bleibt die Sache unter uns. Einverstanden? Fast wäre ich gar nicht auf die Party gekommen, Clay. Ich war zwar schon eingeladen, durfte jedoch nicht hingehen, weil meine Noten in dieser Zeit immer schlechter wurden. Meine Eltern erkundigten sich jede Woche bei den Lehrern, ob es wieder aufwärts ging. Wenn das nicht der Fall war, bekam ich Hausarrest. Das bedeutete konkret, dass ich spätestens eine Stunde nach Schulschluss wieder zu Hause sein musste. Ich hatte täglich genau eine Stunde Freizeit, bis meine Noten wieder besser wurden. Wir stehen vor einer roten Ampel. Doch Tony blickt immer noch starr geradeaus, weil er nicht riskieren will, mich weinen zu sehen. Da braucht er sich im Moment keine Sorgen zu machen. Während ich wieder mal dem Gerede über dich lauschte, fand ich heraus, dass du auch auf die Party gehen wolltest. Was? Dachte ich. Clay Jensen kommt auch? Das gibt's ja nicht. Ich lerne immer am Wochenende, weil montags meistens die Tests geschrieben werden. Es ist also nicht meine Schuld. Das war nicht nur mein erster Gedanke, die anderen wunderten sich genauso. Keiner von ihnen wusste, warum man dich sonst nie auf Partys sah. Natürlich gab es alle möglichen Theorien. Und was meint ihr wohl? Die klangen alle gar nicht so übel. Ich brauche eine Pause. Wie ihr ja bereits wisst, war Tyler zu klein, um durch mein Schlafzimmerfenster zu schauen. Daher kostete es mich auch nicht sehr viel Überwindung, an jedem Abend aus meinem Fenster zu klettern. Ich musste es einfach tun. Aber er zieht keine vorherigen Schlüssel. Ich habe mich vorher zweimal aus dem Haus geschlichen. Okay. Dreimal. Vielleicht viermal. Höchstens. Für die von euch, die nicht wissen, von welcher Party ich rede, befindet sich bei C6 ein dicker roter Stern auf der Karte. Cottonwood 512. Fahren wir dorthin? So, jetzt werden einige von euch genau wissen, warum ihr auf der Liste steht. Aber ihr müsst warten, bis ihr euren Namen hört. Erst dann werdet ihr erfahren, was genau ich erzählen werde, wie viel ich erzählen werde. Damals habe ich mich auf die Party gefreut. Es hatte die ganze Woche über viel geregnet und ich erinnere mich, dass immer noch schwere Regenwolken am Himmel hingen. Die Luft zu so später Stunde aber noch außergewöhnlich warm war. Mein absolutes Lieblingswetter. Meins auch.